Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Rolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder die Kommentatoren und wir freuen uns sehr, dass wir dieses Spiel für Sie daheim an den Geräten übertragen dürfen. Dänemark gegen Frankreich. Ja, das ist so ein Spiel, wie du es dir als Zuschauer wünschst. Spannend, interessant und es ist eins klar, es wird hochklassig. Die Dänen machen Druck. Gelegenheit zur Flanke jetzt. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Eriksen. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Conte. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Andreas Korf-Olsen. Er hält diesen Ball. Sensationell. Ecke in die Mitte. Da passt er auf. Ball geklärt. Daniel Wass. Den spielt er gut und jetzt wird's gefährlich. Das frühe Stören jetzt. Coman. Platz auf außen für Kingsley Coman. Wichtig! Er holt den Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Yusuf Paulsen. Damsgaard. Da zieht er ab. Erstmal abgeblockt. Und da kommt er an den Ball. Lukas. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Vorne jetzt die Balleroberung. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Kanté. Es gab zwar durchaus ein paar Schwächeperioden, aber die französische Nationalmannschaft gehört natürlich nach wie vor zur Weltspitze. Frankreich ist ein großer Name und war es auch immer in der Vergangenheit. Gab ja immer wieder... Gehalten, Szene geht weiter. Super abgewehrt hier. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Pogba. Am Ball Griezmann. Griezmann im Abseits. Griezmann geht in die Offensive. Aber wir sehen's. Ballverlust. Delaney. Er geht schön dazwischen. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft. Aber was nützt das alles, wenn man nichts draus macht? Sie agieren zu halbherzig. Es fehlt das letzte Engagement und deshalb nur unentschieden. Einwurf, der Ball war draußen. Mbappé lässt sich nicht stören. Ballgewinn, gefährliche Position. Was für eine Rettungstat, gehalten! So, Ecke kommt. Da konnten sie nichts draus machen. Hernandez. Und da gibt's jetzt den Einwurf. Ja, weiter die Franzosen, Vorteil.
Pogba. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke wird ausgeführt von Mbappé. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Pogba am Ball. Super durchgesetzt. Super Tackling. Gut, wie er den Ball abblockt. Chance eventuell zum Führungstreffer bei dieser Ecke. Der Ball kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. 0-0 zur Pause. Bisher kein Team mit entscheidenden Vorteilen in dieser Partie. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Der macht hier einen unkonzentrierten Eindruck. Es fehlt die Bindung zum Spiel.